Neuen Testament haben wir einen Brief, den hat Paulus geschrieben aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Gerichtet ist er an einen wohlhabenden Bürger mit Namen Philemon. Das Interessante ist, dieser Brief wird von Paulus mit einem Boten an Philemon geschickt. Und der Bote hat einen Begleiter, das ist der Onesimus. Und Onesimus war ein Sklave bei Philemon. Er hatte wahrscheinlich seinen Herrn bestohlen und war dann abgehauen. Er ist nach Rom gekommen und begegnet dort Paulus und er begegnet dort dem Evangelium, was Paulus predigt. Das Evangelium der Gnade, der Errettung, der Befreiung und des neuen Weges, der neuen Identität in Christus. Und Onesimus hört dieses Evangelium und er kehrt um, er tut Buße und er verändert sein Leben. Und jetzt schickt Paulus diesen Mann zurück zu seinem Herrn. In dem Brief, den Paulus an Philemon schreibt, da sagt er, immer wenn ich für dich bete, dann danke ich Gott. Warum? Paulus kannte Philemon und er hatte von ihm gute Sachen gehört. Nämlich, ich höre überall von deiner Liebe und deinem Glauben an Jesus. Du erfreust die Herzen der Heiligen, du erquickst sie. Du hast ihnen Freude und Trost gegeben. Und dann bittet Paulus für diesen Onesimus. Er schreibt an Philemon, dass dieser Mann umgekehrt ist. Und er sagt, bitte, lass ihn nicht mehr Sklave bei dir sein, sondern er ist durch seine Bekehrung Bruder geworden. Nicht mehr in dem alten Leben ist er verankert, sondern er ist in eine Neuheit des Lebens gekommen. Er ist nicht mehr in der alten Identität, sondern er ist in Christus, in etwas ganz Neues, vollkommen Neues hineingeboren, hineingekommen. Das schreibt Paulus an Philemon und bittet ihn, dass er diesen Mann aufnimmt, aber in einer völlig neuen Identität. Und das ist es, was uns gehört. Wenn du das Evangelium gehört hast, wenn du abgekehrt bist von deinen alten Wegen, bist du in eine vollkommen neue Identität in Christus gekommen. Christus in dir. Das ist etwas vollkommen Neues, anderes, Wertvolles, eine neue Realität, eine neue Identität, eine neue Autorität. Ich wünsche dir, dass du das erfasst im Glauben, dass du in diesem Veränderungsprozess nicht anhältst, sondern dich in diese Neuheit des Lebens hinein verändern lässt. Gott hat mehr für dich.